Guten Morgen. Heute einmal so richtig interessante Zusammenhänge, wenn es darum geht, warum wir sterben und warum unsere Arterien verkalken. Und dass es eben nicht nur mit dem Cholesterin zusammenhängt, sondern auch noch mit einem anderen Faktor, den kaum einer von euch auf dem Zettel hat. Ich zumindest muss ganz ehrlich gestehen, in der Art und Weise, in der gravierenden Art und Weise, wie ich das jetzt erfahren habe, nein, das hätte ich nicht gedacht. Aber heute erfahrt ihr, genau wie ich, einen neuen Punkt, auf den wir auch achten sollten. Verkalkung. Verkalkung ist unser Thema heute. Verkalkung. Und wir denken bei Verkalkung natürlich sofort dran, dass unsere Arterien verkalken und dass sich die Ablagerungen dort bilden in den Blutgefäßen und ja, dass diese zu den Krankheiten führen, von denen die meisten sehr großen Respekt haben, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das nicht zu Unrecht, weil sie sind Todesursache Nummer 1. Also Ablagerungen. Ablagerungen in den Blutgefäßen. So, und diese Ablagerungen in den Blutgefäßen, die dann eben ja, zum Tod führen, also erstmal zur Herz-Kreislauf-Erkrankung und dann zum Tod, aber diese Ablagerungen sind natürlich durch Cholesterin hervorgerufen. Natürlich, das wissen wir alle mittlerweile. Wir wissen alle, Fleisch tut uns nicht so gut. Ein Grund ist das Cholesterin. So, das bis dahin wussten wir alle das. Und zumindest der Großteil, die meinen Kanal verfolgen, die wussten das. Aber dann gibt es noch was anderes. Und das ist eben der neue Punkt. Calcium. Calcium. Calcium führt zu Ablagerungen in den Blutgefäßen und führt dazu, dass wir an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Oder zumindest in erster Linie erstmal, dass wir da erkranken. Ja, und wie nennt man dieses denn? So, also wir kennen das von Cholesterin, wo ich mal wieder ein R vergessen habe. Das ist übrigens gar nicht so einfach. Ein Respekt an die Lehrer zu reden und zu schreiben gleichzeitig. Also zumindest mir fällt das nicht so einfach. Aber diese Mindmaps, die sind einfach für den Überblick unerlässlich mittlerweile geworden für mich. Zum einen in der Ausarbeitung und ich habe das Feedback von euch erhalten, dass ihr das viel besser aufnehmen könnt, was ich sage, wenn ihr genau wisst, an welchem Punkt ich bin. Also von daher manchmal ein Schreibfehler, weil ich in Gedanken schon wieder woanders bin. Ich hoffe, das könnt ihr mir nachsehen. Also das Calcium, da gibt es einen Fachbegriff dafür, wenn sozusagen das Calcium zur Ablagerung führt. Und das nennt sich Kalzifizierung. Das ist ein Begriff und das ist tatsächlich neu für mich gewesen. Kalzifizierung. So, das hier ist tatsächlich neu für mich gewesen. Die Kalzifizierung. Ich habe davon erst erfahren in dem Buch, was ich schon mal rezensiert habe, Gesund altern, wo sehr viele Konzepte vorgestellt wurden, wo es um Altersforschung geht. Das Video verlinke ich euch oben, möchte ich jetzt nicht darauf Bezug nehmen. Aber auf die Kalzifizierung sehr wohl. Ich lasse das erstmal so stehen. Das heißt, Verkalkung bedeutet Ablagerung, was zum Tod führt, Herz-Kreislauf-Erkrankung durch Cholesterin und Calcium. So, kurzer Cut. Und jetzt vegane Ernährung. Vegane Ernährung. Einfach hier unten als, oder das vegan sein, sag ich mal. Vegan. Was ist mit vegan assoziiert? Natürlich eine ungesunde Ernährung, weil nicht alle Nährstoffe gedeckt werden. Und zum Beispiel ein Nährstoff, der immer genannt wird, ist Calcium. Wenn du dich vegan ernährst, hast du einen Calciummangel. Ist damit assoziiert. Also, ich rede jetzt bewusst in Anführungsstrichen. Ich hoffe, ihr seht das oder ihr erkennt das. Also, wir haben nicht wirklich einen Calciummangel, aber wir nehmen das einfach mal aus der Gesellschaft auf. Veganer, hey, ihr habt einen Calciummangel. Wir kommen gleich darauf, dass da das ist gar nicht so schlecht ist. Calciummangel und nicht deshalb einfach nur, weil wir da nicht an der Kalzifizierung leiden und so weiter. Das ist ein bisschen noch anders. Calciummangel. So, wir haben einen Calciummangel. Ja, wie berechnet sich denn der Calciummangel? Der Calciummangel berechnet sich durch die DGE. Die DGE gibt uns da Empfehlungen, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die gibt uns Empfehlungen, wie hoch der Calciumbedarf ist. Und der ist zurzeit bei 1000 Milligramm. Das ist so das, was die DGE empfiehlt. Und
viele Veganer, der Schnitt der Veganer ist so bei 800 Milligramm. So, und wie die DGE zu ihren Werten kommt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch oben. Und ich habe das auch in meinem Buch Rohkost vor Lowkost und ich glaube sogar auch in dem Buch Vegane Welt mit wenig Geld schon ausreichend beschrieben. Bei der DGE geht es vor allem um einen Punkt, um einen großen Punkt. Es geht um die Sicherheit, dass wir keinen Mangel haben. Das resultiert noch aus Zeiten, wo wir nicht im Überfluss gelebt haben. Dabei ist es sehr, sehr wichtig, alles aufzunehmen und ja keinen Mangel zu haben. Mittlerweile leben wir in einer Überflussgesellschaft und da ist das Problem, dass wir von vielen Sachen einfach zu viel haben und das unseren Organismus belastet. So, das heißt, die DGE sagt 1000 Milligramm. Ich habe da mal ein Video gemacht und da ging es darum, dass man verschiedene Menschen, quasi Kontrollgruppen gehabt hat, wo man geschaut hat, wie viel Kalzium nehmen die auf und wie sieht es denn aus so mit der Sterblichkeitsrate. Und da war es so, dass die Menschen, die 1400, also die sozusagen quasi zu viel Kalzium aufgenommen haben, 1400 Milligramm, dass diese Menschen eine doppelt so hohe Sterblichkeit hatten wie Menschen, die 1000 Milligramm, also das die empfohlene Tagesdosis aufgenommen haben. So, und dann gab es noch eine Gruppe, die haben 600, bis zu 600 Milligramm aufgenommen. Und das heißt, die lagen so in dem Bereich 600 bis 1000 und die lagen zwischen 1400 und 1000. Und umso eher du dich der 1400 angenähert hast, hier war die Sterblichkeit doppelt so hoch und so mehr du dich den 600 angenähert hast, die Sterblichkeit war unverändert. Aha, was bedeutet das? Das habe ich in dem Video schon genau erklärt, auch die Studien verlinkt, ich verlinke euch das Video oben. Es kam damals zu dem Schluss, dass man lieber zu wenig Kalzium aufnehmen sollte als zu viel. Warum ist denn das so? Und ich glaube, da kommen wir jetzt so langsam ja, dahin, dass genau das macht alles halt ein schönes rundes Bild. Die DGE ist auf Sicherheit fixiert, sucht möglichst große Werte aus und damit ist denn diese 1000 Milligramm. Mit Sicherheit nicht das Optimum, sondern das ist wahrscheinlich schon die oberste Grenze. Warum? Weil das Calcium eben zur Ablagerung führt und zu der Todesursache Nummer 1. Und deswegen verdoppelt sich bei nur geschätzten 40%, nicht geschätzten, sondern exakt 40% Steigerung von 1000 Milligramm ausgehend, verdoppelt sich die Sterblichkeitsrate. Warum? Weil Herz-Kreislauf-Erkrankung unsere größte Todesursache ist. Deswegen ist der Effekt so eklatant. Und da kommen wir wieder zu vegan. Hat einen Kalziummangel. Vegan ist die gesunde Ernährungsform, also die gesündeste Ernährungsform. Oder sagen wir mal anders, eine Theorie ist, dass vegan die gesündeste Ernährungsform ist. Und die Veganer haben im Durchschnitt 800 Milligramm, was sie ungefähr zu sich nehmen, an Kalzium mit einer normalen veganen Ernährung. Und man spricht dann von einem Kalziummangel. Warum spricht man von einem Kalziummangel? Weil die DGE sagt, da ihr müsst 1000 aufnehmen. Aber was die DGE mit ihrem Sicherheitsdenken hier anrichtet, das zeigen andere Studien ganz klar. Das heißt, die Veganer, die nehmen tatsächlich weniger im Schnitt weniger als 1000 Milligramm auf. Und das ist tatsächlich ein Kalziummangel per Definition, wenn man von der DGE ausgeht. Aber gehen wir doch einfach mal aus von einem langen Leben oder von der Gesundheit. Und wenn man davon ausgeht, aufgrund dieser Zusammenhänge ergibt sich ein ganz klares Bild. Die 800 Milligramm, die wir hier als Veganer ungefähr aufnehmen, das scheint auf jeden Fall optimaler zu sein als das. Weil wenn hier das Eklat, wenn hier in derselben, also wenn es 400 Milligramm nach oben geht, sich verdoppelt, hier überhaupt nichts passiert, sind die 800 genauso gut wie die 1000 Milligramm im Sinne von Sterblichkeit. So, kommen wir nochmal zu dem Calcium, zu der Kalzifizierung. Wie kann man dem entgegenwirken? Weil zu viel Calcium, also kein Mineralstoff im Körper existiert losgelöst von anderen. Immer Wechselwirkung. Ganz wichtig ist eben bei Calcium, dass man zwei Stoffe im Blick hat. Und den einen solltet ihr sowieso im Blick haben, weil wir da generellen Mangel haben. Und das ist Vitamin D. Das Vitamin D. Und das andere, was damit verbunden ist, das Vitamin K. Oder K2, K3, da mache ich auch nochmal ein Video. Ich nenne es jetzt einfach mal Vitamin K. So, diese beiden Sachen, die wirken hier auf die Kalzifizierung ein positiv. Das heißt, Verkalkung, dieses Problem der Verkalkung Nummer 1, natürlich kein Konsum von tierischen Produkten und wenn ihr euch vegan ernährt und
und normal bei 800 Milligramm nicht sagt, okay, das ist in Ordnung, sondern euch blenden lässt von, ihr müsst 1000 Milligramm erreichen, was, wo ich auch unter die Gruppe falle, ich habe mich auch da blenden lassen, bis zum heutigen Zeitpunkt. Dann kann man mit Vitamin D und Vitamin K diese Effekte so ein wenig mindern. Bei Vitamin D sollte man sowieso ganz genau darauf achten, dass man da wirklich ja, das im Fokus hat. Wir haben einen eklatanten Vitamin D Mangel und alles, was ich bisher gelesen habe, und es gab auch kritische Meinungen dazu, führen ausgehend meines Wissens jetzt dazu, dass jeder Mensch in Deutschland Vitamin D supplementieren sollte oder eine Vitamin D Lampe. Das funktioniert auch, ich habe da ein Video dazu gemacht, es funktioniert aber viel, viel aufwendiger und es ist mit Gefahren verbunden. Aber ist auch möglich oder halt tatsächlich in südliche Länder reisen und ja, dann entsprechend dort sein Vitamin D holen. Wie auch immer, die Grundessenz hoffe ich ist angekommen. Ich möchte auch diese nicht wiederholen, ich habe eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist und das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr das Video mit dem Daumen nach oben bewertet, einen Kommentar da lässt und sagt, was euch gefallen hat, ob ihr eine Meinung zu dem Thema habt, ob es da noch Fragen sind, was man vielleicht noch intensiver bereden könnte in einem neuen Video. Und wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Euer Christian. Tschüss.